So, moin moin auch. Herzlich willkommen zurück auf der Soundtown Map. Heute geht's mal ins Gras geschehen. Wir haben uns schon in Stellung gebracht und mit dabei sind wieder unser alles vernehmende Mr. Burns. Super. Und Aushilfskraft, der ewig Sprüche unter die Tür durchklopper. Ainwulf, aka Jens. Ja, super. Und damit, natürlich muss ich mich erwähnen, komm, es wird hell. Der gloriose Nastus, meine Wenigkeit natürlich auch am Start. So, wir fahren einfach mal los. Soll ich nochmal einblenden? Glorios. Glorios. Ich blende es ein. Nee, komm, wir fahren los. Wir reißen an, ab zur 11. Jetzt kommt so ein Schriftzug. Zack. Glorious. Dann wichtig nochmal, wir haben jetzt so ein bisschen jetzt vorgearbeitet in dem Sinne, dass man nicht wollte, dass man jetzt noch. Oh, gegen die Wand fährt. Entschuldigung. Dass man. Jetzt noch Ewigkeiten sieht, wie wir das Feld 13 abernten. Deswegen habe ich das zu Ende abgeerntet, habe den ganzen Stroh verkauft und die komplette Ernte. Und rausgekommen sind halt diese 71.824, damit man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Nur, wir wollten auf diesem Riesenfeld jetzt nicht ewig rumackern und euch das präsentieren. Weil sondern, das Feld ist echt groß. Genau, wir werden es dann, wir werden es vielleicht auch nochmal teilen. Dass man mehrere Sachen zu machen hat, ne? So, stopp, wir sind da, mal im Aufmachen hier. Ja, das Feld wird gerädert und gevierteilt. Oh. Zack. Oh, hier ist Matsche, Vorsicht. Nicht festfahren. Ach, da müssen wir rein. Okay. So, reißen wir einfach mal an den Salat. Und los geht's. War es ja eigentlich nicht so schlau, dass ich jetzt schon hier reinfahren würde, ne? Ja, kannst du da vorne ja erstmal ein bisschen was machen. Ja, einfach mal drauf los. Wenn du willst, kannst du mal rausfahren. Ich wende da vorne nochmal. Sage ich immer im jugendlichen 16. Ich muss erstmal eine Stelle zum Wenden finden. Genau, ich wollte gerade sagen, ich kann mich schlecht wenden. Ist der breit genug, der Schwar, dass du aus 2-1 wagen kannst, die Bahn eigentlich? Frage ich mich gerade. Bestimmt. Müsste ich eigentlich auch nochmal andersrum fahren, ich fange falsch rum an, ne? Ich hätte erstmal so die Kante ausmähen sollen. Da ist interessant, dass da keine Ausrufezeichen sind, sondern so ein Stein, wo steht Farmland for Sale. Also dass da so, boah, so ein schöner Stein ist. Keiner gesehen. So ein Ausrufezeichen. Und haben die schön gemacht. So, Moment, ich fahre mal einmal andersrum. Das haben wir eben den. Knick da ausmähen, genau. So, eben das kurz das Tor schließen, dass du ordentlich lang mähen kannst. Wow, wollen wir nicht Päpst, sicher sei wieder Papst, ey. Okay. Muss mal gucken, wie du da rankommst. Der ist schon cool, dieser Puma hier. Der macht schon echt Laune. Da so die animierte Temperatur, Tankanzeige, Ganganzeige, Blinker etc.
alles da oben rechts Temperatur? Zu sehen. Temperatur? Temperatur zeigt er auch an, ja. Animierte Pedalen auch und alles, also das ist schon ein Top-Gerät. Allein dafür lohnt sich schon mal ab und zu so einen kleinen Blick auf Forbidden Mod zu werfen. Der ist noch nicht da, aber er wird kommen. Das ist natürlich ein geniales Teil, ne? Demnächst. Aber wir wissen noch kein Datum. Aber sagen werden wir es auf jeden Fall. Link findet ihr unter dem Video. Ihr kennt das. Da kommt er lang gebrettert und ist Matsch versunken. Schön durch die Pampa, sag ich. Achso, ja, Plan ist übrigens, Silageballen zu machen. Also eine Pampe. Um dann einfach mal so ein bisschen zu gucken, was es bringt, wenn wir so eine BGA reinschmeißen, weil Viecher haben wir ja noch nicht. Aber wir wollen ein bisschen zu Kohle kommen. Und hier unser Nachbar Hein Fidi, der sagt, Mensch, bring das da mal hin. Dann haben wir gesagt, ach, weiß auch nicht so genau. Aber der hier kam, hier Gülligüdi, der sagt auch, bring das da mal hin. Da gibt ganz gute Mark nebenbei. Tja, und bevor wir das hier gar nicht anders nutzen, haben wir gesagt, dann mal ran, ne? Dem Angebot können wir nicht nein sagen. Genau. Aber das ist ja immer so, wenn du auf dem Land bist, mal eben schützenfest abklapperst und so. Dann erfährst mal ganz gut solche Sachen, ne? Oh, ich hier schon wieder einen Knick drin stehen lassen. Mit bei der örtlichen Bar. Ein Lüt und Klötenkühl. Jo. Lüt und Lüt. Also schön Klötenkühl geht immer. Der kann es auch mal schön was snacken. Das ist ja nachher cool, wenn du dann siehst, wie das hier weitergeht. Jetzt hast du halt diese Anfangsgeräte hier. Und nachher heißt es ja, weißt du auch damals? Was hätte das dort? Also der Schlamm ist auch hier schön verbaut von dir auf der Map bis jetzt. Das ist so schön dezent einfach, ne? Das hält nicht auf. Schön dezent, man versinkt nicht. Also, dass man einen Abschlepper braucht. Und passt ein bisschen auf mit den Schwadern da, ne? Das Gerät gehört uns nicht. Das kommt von Hein Fidi. Vom örtlichen Landmaschinenhandel. Den haben wir geliehen. Jo. Mal eben gucken, können wir nicht mal eben mit dem Heckscheibe aufmachen, hier mal ein bisschen Frischluft reinlassen an die Mütze, ne? Ja, bin ich mal gespannt, was das bringt, wenn wir eine so eine Frikadelle da in eine BGA reinkloppen. Bulette. Guck mal, Björn, der, tu mal. Ein Bein schon mal weg, der liegt in Gemüse. Was? Ich drück die einfach nur raus. Genau, aber da das ja hier so ein bisschen hoch und runter geht, Björn, rollen die weg. Und die rollen dann einfach auch mal in so einen Graben rein und so, ne? Das heißt, musst du mal so die raushaust, so ein bisschen gucken, wo du die abpackst.
Das ist automatisch. Der letzte ist gerade ins Gemüse gerollt. Wir trampeln durchs Gemüse, wir trampeln durch die Saat. Fährst mal aus dem Weg. Da ist auch ein Bremser, der Typ. Da wäre ich mal gespannt, was das bringt. Wir müssen ja erstmal alles zu Kohlen machen. Und ein zweites großes Feld haben wir auch noch zum Abernten. Also wenn ich hier gleich einmal rum bin, dann warte ich erstmal noch ein bisschen, weil irgendwo muss ein bisschen näher kommen. Ich habe nicht so die Spannweite. Alles gut. Ich habe gerade Björn überrundet. Da gibt extra Bonus. Fährst hier durch den Schmarrer, sieht die ganze Karre gleich wieder aus wie... Oh Mann, du. Brauch mir ein paar Bikini-Girls zum Saubermachen. Wie, du sagst Nina Bescheid? Ich dachte an was anderem. Ach, Nina ist hier nicht gut genug. Nein. Pass auf, was sie jetzt sagt. Nein. Das ist besser als ein Clip. Mittlerweile den Fuhrpark, den wir so auch haben, so diesen Puma oder den Waldradar auch und den New Holland T6, das sind alles so, jeder hat so seinen eigenen Charakter, ne? Echt tolle Dinger sind das. Bis jetzt haben dich ja die MB-Trucks und die Waldras angetan. Ja, und der Puma hier, also der ist einfach affengeil. Aber es ist eine Frage der Zeit, dass wir auch einen B-Truck hier aufgefahren haben, weil, tjo, das war cool, ne? Aber unglaublich, dass sie hier mitten auf unserem Grasfeld so einen Strommast hinpflanzen müssten. Du, da bist du eigentlich auch gut Pacht, ne? Auch hier so wie die Felder angelegt sind, dass sie nicht alle so eben sind. Und diese ganze, ja, wie es hier alles aufgebaut ist bis jetzt, muss ich sagen, hat schon echt eine coole Atmosphäre. Auch wo ich vorhin den Rest von den anderen Acker abgemäht habe und weggebracht habe. Das ist schon mit den Brücken hier. Vorhin, die Felder sind überhaupt nicht quadratisch. Die sind echt eigen. Also jedes Feld ist eigen. Nicht so wie bei anderen Maps, die man so kennt, wo es wirklich so viereckig ist. Weil da sind Ecken und Kanten drin ohne Ende. Also da hat der Mapbauer richtig sich ein Zeug gelegt. So mit so kleinen Werkzeugen kommt das ganz schön groß vor alles, ne? Da rollt schon wieder ein Ballen.
ist Sturm. Mhm. Kein Baum bewegt sich, weißt du. Das liegt an Björns veränderter Wahrnehmung. Der hat wohl Fenster runtergekurbelt und lässt das Gesicht raushängen. Ich Sturm! Ein Retriever. Schön Auto fahren. Zack, Kopf raus. Schlacker, 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 schlacker. Der ist nur fertig, der Typ, ey. Ich sehe Björn schon das nächste Mal an der Autobahn an mir vorbeiheizen. Er als Beifahrer. Fenster runter, Schlacker, Schlacker, Schlacker. Oh Mann. Hey, was machst du da? Ja. Da habe ich mich auch. Und ich komme dummerweise auch noch genau lang. Na Björn, alles klar bei dir? Das sieht nicht gut aus, was der da. Nein. Kannst du kurz anstupsen? Nicht gucken, stupsen. Ich fass es nicht, Alter. Jens, kannst du ihn kurz anstupsen? Ich will das deshalb nicht sehen. Ich muss das da erstmal aufmachen. Wie ich ihn da jetzt anstupsen muss, muss ich natürlich erstmal eruieren. Ich mach mal weiter, ich brauche ja eh Vorsprung. Ja. Das sieht mal echt übel aus. Nicht gucken, handeln, verdammt! Es immer diese gut. Gaffer! Ja! Statt mir zu helfen, nee! Arm verschränken, ja, hast du toll gemacht. Sieht interessant aus, was du da machst. Statt mal zu helfen oder so, nein, erstmal gucken und sich lustig machen. Vor allen Dingen, Leute, was muss man sich mal reinziehen? Wir mähen hier lediglich eine Wiese ab und machen so ein bisschen Schwadern und man sieht ja echt, was man draus machen kann, ne? Es ist eigentlich gar nicht möglich, hier irgendwie was zu machen, was nicht klappt. Rein theoretisch. Passt. Gern geschehen. Yep, danke. Der hat einfach bei der Rückfahrt hat er einfach den Ball rausgeschmissen. Ja, nee, nee, ja. Ja. Kann ja auch nichts dafür. Und weiter geilert. Ja, da bin ich mal gespannt. Wir wollen von den Kunde jetzt hier diese Wickelspinne da, wie man das nennt, holen und dann mal gucken, wie der Teil so arbeitet. Wir haben das ja noch erst sehr frisch, dieses DLC. Gespannt. So, fahren wir noch mal dahin. So, dann haben wir das hier auch fast fertig.
flop, anheben. Ja, und dann würde ich sagen, hier machen wir einen Break. Sag danke fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Mackout. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.